Was sind die wichtigsten Tipps, die ich jemandem mitgeben möchte, der sicher sein möchte gegen Hacker? Klar, das Feld wandelt sich ständig und das hier ist höchst individuell, aber in meinen Beratungen stelle ich fest, dass auch viele Unternehmen diese Basic-Tipps noch immer nicht durchsetzen und von Privatleuten müssen wir hier gar nicht anfangen. Deswegen hier ein Rundown der wichtigsten Tipps. Weitere Erklärungen findet ihr in zig anderen meiner Videos, ebenso wie Vergleiche, Begründungen oder Details. Manches habe ich noch nicht vorgestellt, das kommt aber noch. Wir starten mit der Login-Sicherheit. Dazu gehört, dass ihr Passwörter verwendet, die mindestens 16 Zeichen lang und komplett zufällig sind. Die also man sich nicht herleiten kann. Selbst ihr dürft sie euch nicht herleiten können, denn wenn man jetzt Informationen über euch hat, kann man das einfach manchmal. Stellt euch vor, jemand hackt irgendeine Kamera hier und kann mithören, wie ich meine Katzen nenne, aber ich habe meine Katzen als YouTube-Passwort genommen. Außerdem muss für jede Website oder App ein anderes Passwort verwendet werden. Deswegen nutzt einen Passwortmanager und einen Passwortgenerator. Meine Empfehlung Bitwarden, aber grundsätzlich ist jeder Passwortmanager besser als keiner. Damit ist aber natürlich nicht alles getan. Stichwort Phishing. Deswegen braucht ihr Zwei-Faktor-Authentifizierung. Aegis, wie im Vergleich herausgestellt zum Beispiel. Noch besser als 2FA ist echte MFA mit einem Security Key. Ich nutze die YubiKeys, aber jeder andere, beispielsweise der Google Titan, tut's auch. 2FA und wenn möglich MFA ist für mich mittlerweile Pflicht bei allen Online-Accounts. Hier ein ganz besonderer Bonustipp. Ich berichte auf diesem Kanal regelmäßig über Medienkompetenzthemen, die meiner Meinung nach so wichtig sind wie kaum etwas anderes heutzutage. Ihr könnt aber auch fast alles lernen, was man so in einem Informatikstudium lernt, mit deutlich mehr als nur Videos. Wir haben einige tolle Features in Arbeit, die euch direkt sagen können, was ihr besser machen könnt. Zum Beispiel könnt ihr auch direkt eine persönliche Beratung mit mir bekommen. Schaut dazu einfach direkt auf der Bootstrap Academy vorbei, die ich vor kurzem erst gegründet habe. Eine Academy, die auch von euch für euch gepflegt werden soll. Deswegen könnt ihr selbst dort Inhalte erstellen und dafür die Inhalte der anderen for free sehen. Sollte man Firewalls verwenden? Virenschutz. Für den normalen Menschen beantworte ich das jetzt einfach mal hier mit Ja. Details folgen in einem ausführlicheren Video. So einfach ist diese Antwort nämlich nicht. Nutzt ihr Windows, nutzt einfach den Defender und die Windows Firewall. Unter Android oder iOS ist ebenfalls kein Virenschutz nötig, weil dort mit Play Protect beispielsweise schon einer einfach dabei ist. Play Protect scannt auch Apps, die nicht aus dem Play Store kommen. Ob Android, iOS, Linux, Windows, macOS, über die Sicherheit von eurem Betriebssystem müsst ihr euch eigentlich keine Gedanken machen. Bei allen Systemen seid ihr nicht das erste Ziel, sondern Mitarbeiter von Firmen wie von Google oder Apple, Journalisten oder Politiker, die deutlich attraktiver sind. Für die gelten natürlich nochmal extra Sicherheitsregeln und getrennte Geräte, aber selbst die können nur eins tun. Dafür sorgen, dass ihr System immer alle Updates installiert hat und keine Software installiert ist, die da nicht sein muss. Habt ihr also Apps installiert, die ihr vielleicht eher selten bzw. nie nutzt, weg damit. Nochmal runterladen kostet euch weniger als über die nicht aktualisierte App aus Versehen ein Virus zu bekommen. Und das ist eigentlich das Wichtigste. Haltet eure Systeme und jede Software, die ihr habt, bitte immer aktuell. Das gilt dummerweise auch für Smart Home Geräte. Das heißt, ihr müsst checken, wie lange die Dinger Updates bekommen. Und wenn das vorbei ist, heißt es raus mit die Viecher. Eure besten Freunde sind hier der Play bzw. der App Store oder auch der Windows Store und der Linux Paketmanager. Denn die aktualisieren einfach alles auf einmal durch. Und Systemupdates sollte man einfach auf automatisch stellen. Ein weiteres spannendes Konzept. Man kann nur eure Daten stehlen, wenn ihr Daten hinterlasst. Teilt ihr Informationen auf Social Media? Ist die Instagram Story wirklich sinnvoll? Was könnte man damit vielleicht anfangen gegen euch? Das gilt für alle Bereiche. Muss eigentlich eine Taschenrechner-App wirklich Zugriff auf meine Kontakte haben? Eigentlich nicht. Geht regelmäßig in eure Einstellungen und deaktiviert gerne diese Berechtigung. Apps, die ungewöhnlich viele Rechte wollen, könnt ihr auch einfach wieder deinstallieren und euch nach Alternativen umsehen. Auch hilfreich, habt eure privaten Dateien nicht einfach auf freigegeben, sondern entzieht diese Rechte auch. Alle großen Anbieter, Google Drive, iCloud, Dropbox, OneDrive etc. haben die Möglichkeit, dass ihre Dateien nur an einzelne Personen freigegeben werden. Nicht
eben an alle mit diesem Link. Nutzt diese Möglichkeit. Wo wir aber gerade über Cloud sprechen. Eine Cloud zu nutzen ist sehr gut für die Sicherheit und das meine ich völlig unironisch. Alle meine Videos liegen online in einem Backup, denn Backups sind mit das Wichtigste, wenn ihr nicht wollt, dass ein Hackerangriff alle eure Daten für immer löscht. Wir schauen uns Backup-Lösungen nochmal in einem Vergleich an, aber achtet darauf, dass ihr unbedingt eine History habt. Das heißt, Daten, die heute überschrieben werden, könnt ihr noch bis zum Beispiel in 6 Monaten auf eine alte Version wiederherstellen. Warum das so wichtig ist? Normalerweise habt ihr iCloud etc. ja auf eurem Gerät installiert. Wenn ihr nun gehackt werdet, beispielsweise mit einer Ransomware, dann werden eure ganzen Daten verschlüsselt. Cool, ihr habt ja ein Backup. Wenn jetzt allerdings der Hacker wartet, bis eure externen Festplatten mal wieder angeschlossen werden und erst dann fängt er an mit Verschlüsseln, habt ihr wenig von eurem Backup. Deswegen ist es mega, wenn man einfach auf den Zustand von vor ein paar Monaten wiederherstellen kann. Wo Clouds auf der anderen Seite gar nicht so geil sind, ist Privacy. Dateien werden gescannt, untersucht, Fotos werden sogar vielleicht analysiert. Deswegen empfehle ich, alle Daten, die nicht öffentlich sein sollen, zu verschlüsseln. Bei mir wäre das sowas wie beispielsweise Rechnung. Wenn mein Cloud-Account gehackt wird, stünde da die Adresse von Partnern drauf, das will man einfach nicht. Deswegen müssen die Daten verschlüsselt werden. Hier gibt's einige Lösungen. Boxcryptor war vermutlich die beliebteste, die wurde aber von Dropbox gekauft. Veracrypt verschlüsselt ganze Laufwerke oder sehr große Dateien, ist aber meiner Meinung nach wenig geeignet für den Cloud-Einsatz, da man riesige Datenmengen dann immer wieder übertragen muss und naja, deutsches Internet, ihr kennt den Spaß. Ich mache noch einen Vergleich dazu, aber Cryptomator ist sehr stark, denn es verschlüsselt Dateien und Metadaten, aber behält die Ordnerstruktur bei und verschlüsselt Dateien einzeln. Dasselbe gilt übrigens natürlich auch für Nachrichten. Die können sogar noch sensiblere Inhalte enthalten und es ist gute Praxis, alle Nachrichten zu verschlüsseln. Warum auch nicht? Jetzt kann man die Messenger-Debatte wieder anführen, aber die meisten Messenger sind eigentlich solide. Signal, Element bzw. Matrix und Threema will ich hier ganz kurz hervorheben, dass sie alle gute Nutzerzahlen haben und sehr weit verbreitet sind. Video kommt noch, also wäre ein Abo praktisch. Der größte aller Punkte ist aber natürlich die Cybersecurity Awareness. Meldungen von eurem Browser, wie etwa, dass eine Website nicht vertrauenswürdig ist, kein gültiges Zertifikat hat oder ob man vielleicht doch Website XY meint statt der, die man gerade besucht, die sollte man nicht einfach ignorieren. Das sind Warnungen, die sinnvoll sind. Nicht selten macht der Browser euch damit auf echt miese Maschen aufmerksam. Auch dieses kleine Achtung, ich brauche ein Update-Ding, das wird von vielen Leuten leider wegignoriert. Phishing-Seiten, Fake-Shops und mehr kann man so relativ leicht vermeiden häufig. Beachtet ihr die, seid ihr eigentlich auch in einem öffentlichen Wi-Fi ziemlich sicher, ohne zusätzlichen Schutz. Gleichzeitig müsst ihr vorsichtig sein, wer an eure Geräte drankommt und was die da machen können. Ihr müsst eure Zahlungen im Auge behalten, falsche Rechnungen wegignorieren und natürlich nicht einfach über Torrent-File-Sharing die neuesten Games ziehen. Das ist ein ziemlicher Garant, wie man an Malware kommt, indem man illegal irgendwelche Games runterlädt und installiert. Klickt am besten auf keine Links in E-Mails oder nur, wenn ihr exakt wisst, was das ist. Auch Anhänge, Dokumente etc. Seid vorsichtig damit. Meine Empfehlung, jeder, der etwas von euch möchte, kann ein Dokument auch zum Beispiel bei Google Docs etc. hinlegen und euch dann Zugriff darauf geben, sodass ihr bei euch gar nichts mehr öffnen müsst. Cloud allein reicht dazu völlig aus. Und ja, ich weiß, dass es Spamfilter von allen möglichen E-Mail-Anbietern gibt. Die sind sehr gut geworden, keine Frage. Aber leider halt nicht unfehlbar. Kommt also gelegentlich eine Mail vom echten PayPal oder einem anderen vertrauenswürdigen Anbieter wie das FBI zum Beispiel und die werden gehackt, beides schon passiert übrigens, seid ihr doch wieder selber gefragt und könnt euch nicht auf diesen Spam-Schutz verlassen. Eine grundsätzliche Vorsicht ist also immer nötig. Bevor man auf einen Link klickt, Daten preisgibt, bei einem Shop einkauft oder eine Software herunterlädt, sollte man sich also informieren, ob derjenige wirklich vertrauenswürdig ist. Fake-Rezensionen zu erkennen ist hier das Allerwichtigste und leider ist das nicht immer eindeutig. Der schwierigste Punkt ist allerdings der folgende, denn der betrifft nicht nur euch, sondern die, die um euch rum sind. Wenn jemand in eurem Wi-Fi ist, der Malware auf dem System hat, kann sich im schlimmsten Fall diese Malware auf eure Geräte verbreiten. Deswegen ist jede Person, die sich weigert, die Tipps oben zu befolgen, nicht nur gefährlich für sich selbst, sondern leider eben auch für euch.
Es kann so einfach sein, sicher im Internet unterwegs zu sein. Zumindest für einen Konsumenten. Leider beachten viele diese Basic-Tipps noch immer nicht und stellen dadurch eine Gefahr für uns alle dar. Ein wichtiger Mitarbeiter von YouTube, der nicht aufpassen würde und Malware zu YouTube bringt, könnte immerhin nicht nur eine Gefahr für sich selbst sein, sondern für alle Mitarbeiter, das ganze Unternehmen und dadurch auch für euch, denn ihr vertraut YouTube mit euren Daten. Deswegen müssen möglichst viele Menschen dieses Video sehen oder anderweitig ihr Verhalten ändern. Ich vertraue auf euch, dass ihr eurer Familie und Freunden auf die Finger schaut. Liebe geht raus, bis zum nächsten Mal.